Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Emma in Plauen ist gerettet. Schwerer Verkehrsunfall in Lengenfeld und Nisthilfe für Fischadler. Tagaktuell, das regionale Abendmagazin. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ihrem Abendmagazin Tagaktuell vom Dienstag. Der Lkw- und Bushersteller MAN hatte im Herbst 2020 angekündigt, deutschlandweit tausende Stellen zu streichen und unter anderem den Standort Plauen zu schließen. Gegen das Aus hatte sich in der Region heftiger Widerstand formiert. Nun gibt es großes Aufatmen unter den Mitarbeitern. Der Standort und die Belegschaft scheint gerettet zu sein. Am gestrigen Tag wurde die frohe Botschaft verkündet. Der Busbau-Traditionsstandort Plauen ist gerettet. Die BINS Ambulanz und Umwelttechnik GmbH aus Ilmenau wird die Belegschaft übernehmen und dadurch den Standort erhalten. BINS ist ein Sonderfahrzeugbau und beschäftigt aktuell 230 Mitarbeiter. Das Ziel ist klar, zu expansionieren. Unbedingt. BINS ist in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen. Fast 25% jedes Jahr. Das mit der Mannschaft, die in Thüringen und Ilmenau das alles erarbeitet hat. Wir können für ein weiteres Wachstum brauchen wir unbedingt Verstärkung. Suchen wir händeringend. Nicht nur die Kapazitäten. Viel wichtiger ist die Expertise der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier vor Ort. Genau das war das, was uns eigentlich an Plauen gereizt hat. BINS ist aktuell in 4 Geschäftsfeldern unterwegs. Das ist zum einen, wie es der Name eigentlich schon gesagt hat, der Ambulanzbereich mit den Rettungsfahrzeugen. Wir haben zum anderen im Feuerwehrbereich die Einsatzleitwagen in jeder Größe und die Mehrzweckfahrzeuge. Wir sind sehr stark im Behördengeschäft unterwegs, Behördenfahrzeuge jeglicher Couleur, von Polizeifahrzeugen über Gefängnistransporte, also sehr breit aufgestellt. Und last not least, ein sehr wichtiges Geschäftsfeld ist das Geschäftsfeld des Militärs, wobei wir da zwar außen grün sind, aber immer auch das Rote Kreuz außen dran haben, weil BINS ist nun mal Technik, die Leben rettet. Die Übernahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist also gesichert. Kein Arbeitnehmer muss sich mehr Gedanken um seine Zukunft machen. BINS ist da absolut bereit und möchte eigentlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die heute noch am Standort Plauen aktiv sind, unbedingt in die BINS-Familie übernehmen. Das sind Sonderfahrzeugbauer, genauso wie die Thüringer mit Herzblut. Und wir brauchen diese Expertise, wir brauchen dieses Wissen um den Sonderfahrzeugbau. Wir brauchen das Herz und das Hirn und die Hände dazu. Welche Ziele verfolgt BINS mit dem MAN-Standort Plauen? BINS hat einen sehr, sehr hohen Auftragsbestand. Wir möchten den Kunden natürlich neben der Qualität und Liefertreue auch immer weitere Innovationsbereitschaft gönnen und bieten können. Dazu brauchen wir Verstärkung und das haben wir mit dem Plauener Standort jetzt dringend vor. Die BINS Automotive wird sich verstärken, die Familie wird größer. Wir heißen alle Kolleginnen und Kollegen herzlich in der BINS-Familie willkommen. Wir werden uns jetzt zusammensetzen, ohne dass die Öffentlichkeit jetzt da den Blick drauf hat. Wir werden schauen, wo liegen die Expertisen, wo sind die Produkte auch der Zukunft. Fakt ist, der Auftragsbestand, den wir heute haben, um den sauber und lieferzeitgetreu aus dem Werk zu bekommen, brauchen wir Verstärkung. Und das machen wir natürlich jetzt auch mit dem Plauener Standort. BINS-Geschäftsführerin Katrin Wilhelm war am gestrigen Montag in Plauen vor Ort, um den Mitarbeitern die Botschaft der Übernahme zu verkünden. Ich habe heute Morgen die Belegschaft in Ilmenau über diesen wichtigen Schritt fürs Unternehmen informiert. Und das Echo war einhellig. Die Thüringer freuen sich absolut und haben mich eigentlich losgeschickt mit einem lieben und herzlich Willkommensgruß an die Plauener. Und den habe ich überbracht und habe mich gerade vor die Belegschaft in Plauen gestellt und habe dort nur offene Ohren und eine tiefe Bereitschaft gespürt, zu sagen, das packen wir, das gehen wir jetzt zusammen an und dass man sich darauf freut. Das war eigentlich das einhellige Feedback. Nun bleibt zu hoffen, dass die Berg- und Talfahrt der letzten Monate für die Beschäftigten von Emma in Plauen endlich ein Ende hat.
Ach, wissen Sie was, das Thema Garantie kann ich auch wieder aus Thüringer Sicht beantworten. Die Talfahrt, die die Thüringer hinter sich haben in den letzten, ich sag mal Jahrzehnten, die war fast deckungsgleich, wenn nicht härter. Fakt ist, man hat nicht zurückgeguckt, sondern man hat das, was man kann, in die Werkschale geworfen und hat neu gestartet. Damals, 2015, als ich in dem Falle als Gesellschafterin in Thüringen neu eingestiegen bin, standen die Zeichen gar nicht positiv. Das, was heute geschaffen wurde, das haben die Thüringer vor Ort geschafft und das sehe ich genauso hier am Standort Plauen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie es in 10 Jahren oder in 5 Jahren aussehen wird. Fakt ist aber, wenn Menschen, die etwas können, die willig sind, motiviert sind, etwas zu leisten, sich zusammentun und dann ruhig und diskret ihre Arbeit machen, ohne dass die Öffentlichkeit so viel dran teilhabt, neue Produkte formen, innovativ sind, dann kann es eigentlich nur bergauf gehen. Klare Worte der Geschäftsführerin. Wünschen wir dem Vorhaben gutes Gelingen. Wie doch die Zeit vergeht, haben wir gerade erst die Weihnachtsdekoration weggeräumt, steht schon das nächste Fest vor der Tür. Die Rede ist von Ostern. In 3 Wochen ist es soweit. Eine schöne Tradition in Zwickau ist der immer eine Woche vor Ostern stattfindende Frühlings- und Ostermarkt, veranstaltet von der Kultur Z. Uns erreichte seitens des Veranstalters nun die Information, dass dieses allseits beliebte Event, wie schon im letzten Jahr auch 2021, pandemiebedingt nicht stattfinden darf. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie wir 2016 darüber berichtet haben. Am vergangenen Wochenende lockte der nunmehr bereits 19. Frühlings- und Ostermarkt in die Zwickauer Innenstadt. Trotz des eher durchwachsenen Wetters herrschte reges Treiben auf dem Platz vor dem Rathaus. Zahlreiche Händler hatten eine große Vielfalt an österlichen Produkten im Gepäck. Neben Leckereien wie Osterbrot gab es Textilwaren, frische Blumen oder Ostergestecke. Während des Einkaufsbummels konnten sich die Besucher an verschiedenen Imbissständen stärken. Für kleine Gäste bot eine Fahrt mit dem Kinderkarussell eine willkommene Abwechslung. In der Mitte des Hauptmarktes war zudem ein ganz besonderer Hasenstall aufgebaut. Die Veranstaltung am Wochenende vor Ostern war der Auftakt zur diesjährigen Marktsaison. Weiter geht es am 30. März mit dem ersten Sachsenmarkt 2016. An der Ampelanlage im Gebiet erweiterte Bahnhofsvorstadt werden in dieser Woche die Steuereinrichtungen erneuert. Von morgen ca. 8 Uhr bis zum Donnerstag um 18 Uhr erfolgt der Umbau der Lichtsignalanlage Planitzer Straße, Bahnstraße, Reuterweg. Während des Umbaus wird die Anlage für die beiden Tage außer Betrieb genommen. Es sind weitere Maßnahmen zur Einschränkung des Verkehrs notwendig. So ist die Ausfahrt aus dem Reuterweg auf die Planitzer Straße nicht möglich. Aus der Bahnstraße kann nicht geradeaus Richtung Reuterweg gefahren werden. Das Rechtseinbiegen auf die Planitzer Straße bleibt erlaubt. Auf der Planitzer Straße ist die Vorfahrt der Straßenbahn, deren Querungen über die Kreuzung durch die Andreaskreuze als Bahnübergänge erkennbar sind, zu beachten. In den übrigen Fällen ohne Straßenbahnverkehr gilt die Vorfahrt geltende Beschilderung an den Masten der Lichtsignalanlage. Die Fahrzeugführer werden an diesen Tagen um besondere Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme an der genannten Kreuzung und um Verständnis gebeten, sollte es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei wird den Verkehrsfluss beobachten und bei Notwendigkeit regulierend eingreifen. Das Tiefbauamt bedankt sich für die Unterstützung bei der Durchführung der Baumaßnahme, ebenso für das Entgegenkommen der städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH. Die genannte Maßnahme dient der weiteren Vorbereitung zur Installation eines Gebietsrechners für das EFRI-Gebiet Erweiterte Bahnhofsvorstadt. Das Vorhaben wird über das Programm der integrierten Stadtentwicklung mit 80% gefördert. Werbung. Kneipen, Bars und Restaurants geschlossen? Wir bieten die Alternative. Adam at Home, eingekochtes Wickelklöße und andere Köstlichkeiten
fast wie ein Restaurantbesuch. Gehen Sie mit uns auf eine Zeitreise, die jeden Monat eine andere Region kulinarisch bereist und Freitag bis Sonntag auch bei Ihnen vorbeikommen kann. Alle Infos auf www.zum-adam.de oder die Karte telefonisch anfordern und direkt nach Hause bekommen. Bei Lieferung in und um Zwickau erheben wir eine Lieferpauschale. Zum Adam Restaurant und Biergarten in Planitz am Wasserturm. Auf Hilfe angewiesen zu sein, ist meiner Mutter anfangs sehr schwer gefallen. Aber durch den Hausnotruf hat sie ein großes Stück Freiheit zurückgewonnen. Und wir wissen, sie ist in guten Händen, auch wenn wir mal nicht da sind. Der Johanniter Hausnotruf. Jetzt 4 Wochen gratis testen und Preisvorteil sichern. Johanniter. Entdecken Sie Rosaxan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Sanitätshaus Treitschke, seit 30 Jahren Hilfsmittellieferant in Sachsen und Thüringen. Komm in unser Team. Wir suchen für die Reha-Technik Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Erfahrung im Umgang mit Patienten und Hilfsmitteln haben. Auch eine medizinische, therapeutische oder technische Ausbildung sind gute Grundlagen. Es erwartet Sie ein freundliches Team, welches einarbeitet und unterstützt. Der Aufgabenbereich umfasst die Anpassung und Versorgung im häuslichen Bereich sowie in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Sie betreuen Kinder, schwerst mehrfach Behinderte bis hin zur Geriatrie. Die Produktgruppen reichen von Rollstühlen und Pflegebetten, Hilfsmittel gegen Dekubitus, therapeutische Bewegungsgeräte über Medizintechnik bis Pflegehilfsmittel. Aufgrund von verschiedenen Weiterbildungen entwickeln sich auch verschiedene Spezialgebiete. Wir freuen uns auf Sie. Bewerbung an hcs@treitschke-zwickau.de. Meine Immobilie vermiete ich nur mit fachkundiger Hilfe. Das gibt mir die nötige Sicherheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich vertraue seit Jahren auf die Sparkasse Zwickau. Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie den besten Mieter finden, holen Sie sich unsere Unterstützung. Wir haben professionelle Mittel, um Mietsuchende zu prüfen. Und Sie ersparen sich viel Zeit bei der Mietersuche. Nutzen Sie unsere jahrelange führende Position am Immobilienmarkt der Region. Sparkasse Zwickau. Was anderes kommt mir nicht ins Haus. Am vergangenen Samstagmittag ereignete sich in Lengenfeld im Vogtland ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Honda-Fahrer befuhr die Zwickauer Straße aus Richtung Plon. Nach einer Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn. Infolgedessen kollidierte er mit einem entgegenkommenden Renault. Der Renault Twingo landete durch den frontalen Aufprall im Seitengraben. Die Insassen beider Fahrzeuge waren eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Ja, also als wir hier an der Einsatzstelle angekommen sind, war die erste Herausforderung, sich einen Überblick zu verschaffen,
sowohl die medizinische Betreuung der beiden Fahrer sicherzustellen, bis der Rettungsdienst eintraf. Anschließend mussten wir uns ein Bild machen, wie wir die Befreiung vornehmen werden und haben dies dann mit Spreizer und Schere, mit hydraulischen Rettungsgeräten, die beiden Fahrer so weit befreit, dass sie vom Rettungsdienst und von der Feuerwehr gemeinsam aus den Fahrzeugen geborgen werden konnten. Der Honda-Fahrer wurde leicht, der 71-jährige Renault-Fahrer schwer verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Straße war für fast 2 Stunden voll gesperrt. Am vergangenen Donnerstagvormittag wurde an einem Gittermast nahe der Kobebachtalsperre eine Nisthilfe installiert. Zur Brut eingeladen sind hier Fischadler. Es handelt sich um eine Artenschutzmaßnahme in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahnenergie GmbH und ehrenamtlichen Ornithologen zur Förderung dieser in Sachsen extrem seltenen bzw. nur lokal vorkommenden Brutvogelart. Im Landkreis Zwickau gibt es bisher lediglich ein Brutvorkommen bei Tierfeld. Auch dort wurde nach zunehmenden Brutzeitbeobachtungen eine Nisthilfe auf einem Gittermast angebracht, die diese imposanten Greifvögel sofort annahmen. Ein positiver Verlauf wird nun auch an der Kobebachtalsperre erwartet. Natürlich baut man eine solche Nisthilfe nicht aufs Geratewohl auf. Also in den letzten Jahren wurden vermehrt auch zur Brutzeit Fischadler hier in der Region beobachtet. Teilweise Durchzügler, teilweise waren das auch Vögel, die während der Brutzeit sich hier aufgehalten haben, also meist Einzelvögel. Und kam dann der Anstoß, vielleicht hier mal einen Fischadlerorst zu installieren, um hier mal eine dauerhafte Ansiedlung zu ermöglichen. Nahrungsgewässer sind in der Region vorhanden. Wir haben einmal hier in unmittelbarer Nähe die Kobebachtalsperre mit einem guten Fischbesatz. Dann haben wir im Wismutgebiet, in Denkrit, Helmsdorf auch ausreichend Gewässer, wo auch Fischbesatz da ist. Und Nahrung bietet sich eigentlich genug für den Vogel und jetzt bleibt bloß abzuwarten, ob der Horst angenommen wird. Und wir hoffen, dass es klappt. Mit wir ist die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Zwickau gemeint. Jens Hallbauer hat seine Beobachtungen der Behörde gemeldet und diese hat reagiert. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahnenergie GmbH hat man nun eine Nisthilfe an einem Gittermast installiert. Das ist eine ziemlich aufwendige Aktion, aber auf jeden Fall eine sinnvolle Aktion, eine richtig gute Artenschutzhilfsmaßnahme für diese bedrohte Greifvogelart. Die Auswahl des Standortes ist natürlich sehr schwierig. Also es muss in der Regel befinden sich Gewässer in der Nähe. Hier ist es die Kobebachtalsperre, aber auch mehrere Fischteiche in der Region. Und das ist ausschlaggebend für den Fischadler, dass er dann so ein Gebiet, so eine Region annimmt und vor allen Dingen zur Brutzeit auch beobachtet wird. Und da versuchen wir einfach zu helfen, indem wir hier ein Nest anbieten, ein künstliches Nest. Und das wird erfahrungsgemäß auch sehr gut angenommen von den Fischadlern. Der Mast liegt genau zwischen einer stark befahrenen Straße und einer Bahnlinie. Stört das den Fischadler nicht? Da ist er ziemlich störungsempfindlich und das sehen wir überhaupt kein Problem darin. Der Horst sollte von der Positionierung her so sein, dass möglichst wenig Publikumsverkehr ist. Sie sind an sich jetzt nicht so empfindlich, dass da keiner langlaufen darf, aber gerade in der Phase, wo der Horst besetzt wird, sollte schon eine gewisse Ruhe da sein und es sollten halt nicht laufend Leute langlaufen mit Hunden und so, weil die das halt doch zumindest am Brutbeginn stark beeinflussen kann. Die Brutzeit ist wann? Ja, die Ankunft der Fischadler ist Ende März. Also es ist jetzt gerade noch rechtzeitig, dass wir den Horst draufbringen. Und die fangen dann eigentlich auch unmittelbar an mit Brüten. Die brüten ja auch eine Weile, können auch 3 bis 4 Jungvögel haben und sind dann eine ganze Weile auch im Horst, die Jungvögel. Um Publikumsverkehr zu vermeiden, hatte man sich auch für einen anderen Mast entschieden. Die erste Wahl war dieser hier. Doch der steht relativ nahe an einem Weg und wird, wie wir selbst sehen konnten, von Spaziergehern genutzt. Diese wissen sicher oft nicht, dass sie ungewollt die Vögel stören. Um das von vornherein auszuschließen, wählte man dann einen Gittermast mitten im Feld. Das bedeutete für die Männer der Deutschen Bahn etwas mehr Arbeit, aber das nahmen sie gerne in Kauf. Die Nisthilfe selbst besteht aus einem Metallkorb, der musste in luftiger Höhe an den Mast angebracht werden.
Ja, natürlich. Also standardmäßig haben natürlich unsere Masten keine Nisthilfe. Wir haben hier zusammen mit der Naturschutzbehörde eine Nisthilfe bauen lassen und die Nisthilfe wird jetzt von meinen Mitarbeitern hinter mir angebracht und letztendlich installiert, mit ein bisschen Nistmaterial versehen, damit es die Fischadler nicht so schwer haben zu Beginn. Ja, und dann schauen wir mal, ob dann schon vielleicht dieses Jahr die ersten einziehen. Für die Kollegen ist es Routine, aber wie hoch müssen sie klettern? Wie hoch ist der? Sie müssen so circa 22 Meter hochklettern. Das ist die Traversenunterkante und der Mast insgesamt ist aber 25 Meter hoch. Dieser Mast steht außerdem auf einer Anhöhe und ist damit noch exponierter. Ein weiteres Plus im Auswahlkriterium. Nun hofft man auf einen baldigen Einzug der Vögel. Andernorts hat es ja schon gut funktioniert. Ja, also wir haben einen Brutbaufischadler bei uns im Landkreis. Das ist in der Nähe von Tierfeld, also an der Grenze zum Erzgebirgskreis. Und der hat dort über mehrere Jahre gebrütet und das war eine ähnliche Aktion. Also wir haben dort auch unterstützend geholfen, also auch auf dem Gittermast eine Nisthilfe angebracht und die ist sofort angenommen worden. Und wir gehen davon aus, dass es hier ähnlich sein wird. Comedia Konzept, Ihr Partner für regionale Werbung, wünscht gute Unterhaltung. Die Eispiraten Grimmitschau haben ihr gestriges Sachsen-Derby nicht erfolgreich gestalten können. Bei den Lausitzer Füchsen unterlagen die Westsachsen mit 1:3. Das zwischenzeitliche 1:1 schoss Matthew LeMay für die Grimmitschauer. Sichtlich entkräftet vom engen Spielplan in der DEL2 und den zahlreichen Ausfällen von Leistungsträgern müssen die Eispiraten bereits am kommenden Freitag zu Hause gegen Ravensburg ran. Bei der dritten Auflage des Berliner 10 Kilometer Invitational, den seit Corona ausgetragenen Einladungsläufen in Berlin-Schmöckwitz, ging am vergangenen Wochenende auch das Läufer-Ehepaar Sebastian und Christina Händel aus Reichenbach an den Start. Auf der schnurgeraden Pendelstrecke auf der Berliner Halbinsel Schmöckwitz-Werder belegten beide im jeweiligen A-Lauf der Frauen und Männer Platz 9. Christina erreichte nach 34 Minuten und 18 Sekunden das Ziel. Sebastian stellte mit 28 Minuten und 35 Sekunden sogar eine neue persönliche Bestzeit auf. Als Sieger wurden Miriam Datke von der LG Telis Finnlands Regensburg sowie Daniel Ibenio aus Kenia gekürt. Sie stellten mit 31 Minuten und 38 Sekunden sowie 27 Minuten und 50 Sekunden auch gleich zwei Weltjahresbestzeiten auf. Werbung. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Fit-Tipps in Zeiten von Corona. Der Sportpark Zwickau weiß, wie es geht. Schalten Sie ein bei TV Westsachsen und machen Sie mit. Wir bieten allen, die daheim bleiben müssen, täglich aktuell das perfekte Sportprogramm, ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Fit-Tipps in Zeiten von Corona, eine Gemeinschaftsproduktion des Sportparks Zwickau mit TV Westsachsen. Nur das Beste für zu Hause. Internet in Turbo-Speed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Ab 20 Euro im Monat. Jetzt auf pure.com. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopädics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus.
Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Schuh Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Ich meine, wir können ja nicht schon alles im Backoffice machen und dann noch den Frontoffice-Kram. Vietnam ist der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt. Aber afrikanischer Robusta ist wirklich wow. Das Auto ist echt komfortabel, aber noch besser wäre es elektrisch, weil Elektrofahrzeuge heutzutage einfach so beeindruckend. Komfort genießt man noch besser, wenn es still ist. Der neue Citroën C5 Aircross SUV Plug-in Hybrid. Ab jetzt bei Ihrem Händler. Citroën. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einer recht frostigen Nacht, in der nochmals mit mehr oder weniger ergiebigen Schneefällen zu rechnen ist, beginnt der Mittwoch auch mit Niederschlägen. Im Tagesverlauf lassen die dann nach. Gegen Mittag lockert der Westsachsenhimmel auf und die Sonne lässt sich blicken. Das Thermometer klettert bis auf 6 Grad. Gegen Abend frischt der Wind auf und es kann gelegentlich regnen. Sowohl Regen als auch stürmischer Wind begleiten uns dann auch am Donnerstag. Ab dem Mittag müssen wir mit heftigen Windböen rechnen. Die Temperaturen liegen bei 11 Grad. Eine ähnliche Wetterlage erwartet uns am Freitag. Im Tagesverlauf kämpft sich immer wieder die Sonne zwischen den Wolken durch. Der stürmische Wind bleibt uns weiterhin erhalten. Die Tageshöchstwerte liegen bei 9 Grad. Der Start ins Wochenende zeigt sich eher ungemütlich. Am Samstag ziehen Wolken ins Sendegebiet, aus denen es immer wieder regnen kann. Das Thermometer klettert bis auf 8 Grad. Auf den richtigen Start in den Frühling müssen wir wohl noch warten. Das war's von Tag aktuell für den Dienstag. Alle unsere Beiträge und natürlich auch das komplette Abendmagazin, das sehen Sie auch auf unserer Website noch einmal unter www.westsachsen.tv oder auf unserem YouTube-Kanal unter TV Westsachsen. Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend und bis morgen an gleicher Stelle. Machen Sie's gut.